Eines Abends fand ein junges Mädchen namens Lene auf dem Dachboden bei sich daheim das: Ich blicke durch Raum und Zeit, Fernglas, Sprachrohr. Ihr Großvater Arne, der Erfinder gewesen war, hatte es gebaut. Und man konnte damit in andere Welten und Zeiten schauen. Das ist ja cool! Lene schaute durch das Rohr und sah... Oh! Mich! Gestatten, König Henrik der Hilflose aus dem Märchenland. Ich regiere im Norden, wo der Wind tost, die Wälder brausen und das Meer an die Küsten peitscht. Mein Land ist schön, rätselhaft und rau. Als Lene mich sah, rannte ich gerade verzweifelt herum. Hilfe, 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 helft! Meine Söhne Björn, Frode und Hanno waren wie vom Schwupp-Zipp-Zapp weg Erdboden verschwunden. Sie waren fortgeritten, um zu jagen, und kamen nicht zurück. Ein Bauer hatte sie in der Nähe des Dunkelwalds gesehen, wo sich niemand hintraut, weil dort Dunkles geschieht. Ich bot meinen Untertanen Geld, aber niemand wollte im Dunkelwald nach meinen Söhnen suchen. Hat denn niemand Mut? Verflixt noch mal, ich bin zu schwach, ich bin zu alt. Helft mir, helft! Hallo, ich würde sehr gern helfen. Ich habe Mut und bin sehr klug, bin schnell und stark. Ich bin Lene, Lene. Ich wünsche mir Drachen, Zauberer, Riesen. Außerdem ist Wochenende. Alle meine Freunde sind weggefahren. So langweilig. Über dieses Großvater-Dings Fernrohr konnte Lene mit mir sprechen. Du willst helfen? Aber es ist nicht ungefährlich. Ein Mädchen will mir helfen. Ja, aber leider bin ich hier und ihr da. Die Zeitspirale der Fantasie bringt dich zu uns. Ruf sie. Die Zeitspirale erscheint immer, wenn du sie rufst. Dreimal neun und viermal drei, Zeitspirale, komm herbei. Ein Abenteuer und wie euer Aufregend schön, es kommt zu mir ganz ungefragt, ich lasse es geschehen. König Hilflos, seufzt euch nicht, bald werde ich vor euch stehen. Ich helfe euch, verspreche euch, der Kummer wird vergehen. Fliegt zu uns auf 1, 2, 3, Zeit und Raum sind einerlei. Ein tapferes Mädchen steht mir bei, fällt ein Glück, wie ich mich freu. Dreimal neun und viermal drei.
Augen und dreh dich dreimal um dich selbst. Ich bin außer Rand und Band, das ist wirklich allerhand. Im Märchenland, wundersam und unbekannt, abgründig wunderschön, wo Ohren anders gehen. Wirst du Abenteuer finden, neue Welten mir ergründen, ich handle, weil ich nicht anders kann. Ich werfe mich in dieses Spiel, weil ich der große Lehne Abenteuer will. Durchbreche heute Raum und Zeit. Ja, ich bin zu allem bereit. Willkommen, willkommen bei mir und hier. Lene Dahl, mutiges, tapferes Wesen. Ich erklärte Lene rasch das eine oder andere. Bla 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 bla. Und versprach ihr zum Dank für ihre Hilfe ein Achtel Königreich. Was sie ablehnte. Ich überreichte ihr allerhand nützliches Zeug. Und einen königlichen Rucksack. Mit königlichem Käsebrot. Königstee. Und Schokoladenkuchen, der beste der Welt. Hey. Lene, es gibt nur einen Weg Richtung Dunkelwald. Hier lang und immer geradeaus. Ja, zur Not habe ich ja mein Handy. Mist, kein Empfang. Bekomme ich einen Roller? Roller? Ein Bike? Bike? Ein Pferd! Oh, tut mir leid. Die Stallknechte sind mit allen Pferden geflüchtet. Herr König, wie sehen eure Söhne eigentlich aus? Na, wie Prinzen. Björn, Frode, Hanno trägt Brille. Süß. Ach, Lene, es geht nicht. Es ist unverantwortlich von mir. Du darfst nicht in den Dunkelwald gehen. Ich befehle mir selbst, aufhören, Schluss. Herr König, bitte. Ich habe versprochen zu helfen und ich helfe. Ich fühle mich scheußlich unköniglich, dass ich nicht selbst nach meinen Söhnen suche. Aber ich bin zu schwach. Und werde hier gebraucht. Ohne mich? Chaos. Deswegen bin ich ja da. Ich übernehme die Suche. Dann nun,
nimm dieses Schwert. Es diene dir, zuvor diente es mir. Lene, du bist sehr mutig. Finde ich auch. Aber ein Schwert, ich weiß nicht. Ich wünsche dir viel Glück. Bring meine Buben bald zurück. Ich wünsche mir viel Glück. Jetzt wandere ich ein gutes Stück. Ich spüre deine Söhne auf. Ich geb dir meine Hand drauf. Ich fürchte kein Übel, keinen Bösen nicht. Ich halte mein Wort. Ich lüge nicht. Mögen die Sterne dich beschützen. Mögt dir mein Segen allzeit nützen. Ich sorg mich um meine Söhne und dich. Dunkelwald, du bist fürchterlich. Ich habe Angst um dich. Ich fürchte mir wahrhaft dich nicht. Ich will jetzt gehen. Auf Lene schnaufte einmal tief durch und dann walkte sie los. Immer geradeaus, ja? Lene lief und lief und lief und lief und lief und lief. Schönes Abenteuer. Nichts als Wald und eine staubige Straße. Brrr, langweilig. Und das Schwert ist so schwer. Sie lief weiter. Bis plötzlich etwas Kikeri Hilfe, Kikeri Hilfe, Kikeri Hilfe schrie. Kikeriki, kikeriki, Hilfe, kikeriki, kikeriki, Hilfe. Ich zappel hier in diesem Sack schon den ganzen langen Tag. Wenn du mir hilfst, helf ich dir auch. Das ist beim Helfen alter Brauch. Gockelitock, kikilizock, kikeriki, hilf mir sofort. Ein Sack grät? Ein Geflügelhändler hat mich hier aufgehängt. Er sucht noch andere Hähne und will uns auf dem Markt verkaufen als Grillhähnchen. Niemals, niemals, nie. Ich helfe dir, mein lieber Hund. Guck in den Puck, ich fang gleich auf. Jetzt ist das blöde Schwert wirklich zu etwas gut. Kikeriki, Lene, das vergess ich nie. Und flog flatter die Flatter davon. Und Lene lief weiter. War kaum ein Stückchen gelaufen, bis plötzlich wieder etwas rief. Blop, 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 Hilfe! Blop, 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 Hilfe! Was ist denn das? Ein Fisch? Ein fetter Lachs lag auf dem Weg. Blop, 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 Hilfe! Ich hab mich versprungen! Ich hab mich vertan! Eigentlich liebe ich da nebenan in diesem Bächlein rechts von dir ist mein wahres Heim. Wirf mich zurück ins Wasser hinein. Es wird nicht dein Schaden sein. Wenn du mir hilfst, helf ich dir auch. Das
das ist beim Helfen alter Brauch. Ein Fisch will mir helfen? Blödsinn! Ich schmeiße dich einfach ins Wasser zurück. Eins, zwei, help! Hey, hey, Fisch! Fisch! Was bist du eigentlich für ein Fisch? Ein La, 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 la. Ein Lachs bin ich. Lachste der Lachs lachend, winkte mit der Flosse und schwamm davon. Hähne, Lachse und immer noch kein Dunkelwald, kein Abenteuer. Und mein Handy geht auch nicht. Ziemlich viel. Das hier ist mein Wald. Du wie willst mich fressen? Aha. Vergiss es, okay? Ich bin nicht Rotkäppchen. Ich bin Lene Dahl, von weit weg. Ich komme aus einer super tollen, naja, vielleicht auch nicht so Welt. Und muss weiter. Auftrag vom König. Eilig. Woher du auch kommst. Ich habe Hunger. Ich muss etwas fressen. Magst du Käsebrot? Schokoladenkuchen? Müsli-Riegel? Bio-Vegan von daheim. Also, ne? Ich nehme das. Oh. Und das noch. Ah, das. Und, ne? Und das. Und das auch. Glücklich futterte die Wölfin Lenes Vorräte. Sie stöhnte und rülpste selig. Den Müsli-Riegel, bio-vegan, mochte sie besonders. Lene freute sich. Und irgendwann erzählte sie der Wölfin, dass sie meine Söhne suchen würde. Die Prinzen sind im Dunkelwald. Aber wo genau? Immer mit der Ruhe. Puh. Voll. Lene, hübscher Name. Du bist zwar ein Menschlein, aber ich mag dich. Ja, ich kann dich gut riechen. Ich bin Liv. Ich mag dich auch. Du bist irgendwie cool. Ich reiche dir die Pfote, nimm du meine Hand. Wir treffen hier zusammen im Wald vom Märchenland. Eine Wölfin, ein Menschlein im Märchenland. Knüpfen ein zartes Beginnungsband. Ich fühle mich dir seltsam da. Ich spüre deutlich und klar, du
dich mutig. Nicht mehr hungrig, aufrichtig liebevoll. Ja, ja, all das ist wirklich wahr. Und es rührt wunderbar. Die Wölfin packte Lene und setzte sie sich auf ihren Rücken. So jedenfalls erzählt man die Geschichte. Und dann flitzte Liv mit Lene Richtung Dunkelwald. Augen zu sehen. Du bist mir fremd und doch so vertraut. Zu deiner Seele sind Brücken gebaut. Gemeinsam gehen wir durch dick und dünn. Gemeinsam macht alles viel mehr finsterlich. Dort lebt Dappertdapp, ein riesiger Riese. Er hat die Prinzen entführt. Führt? Dappert ist sehr grausam, denn er hat kein Herz in der Brust. Kein Herz? Krass. Märchenland ist wirklich anders. Du wirst die Prinzen retten, das fühle ich genau. Ich werde die Prinzen retten, weil ich mir selbst vertrau. Ich fühle in mir großen Mut. Du bist pfiffig und sehr gut. Du auch. Drum wird alles werden auf wundersame Fahrt und Tod. Hey, es ist auf einmal viel kälter und dunkler auch. Rat mal, wo wir sind. Wir sind die Bäume, Bäume, Bäume. Wir sind die Wurzeln, Wurzeln, Wurzeln.
Wir sind da. Schloss Finsterlich. Ich darf dort nicht hinein. Ich bleibe hier. Viel Glück, Lene. Ah, übrigens, der Riese ist sehr grausam, aber auch ziemlich eitel und nicht besonders klug. Nicht besonders klug? Aha. Also dann. Ein finster Schuppen. Ich hab gesagt, ich hab keine Angst. Aber jetzt hab ich welche! Oh, ich hab versprochen zu helfen. Ich muss da die Prinzen finden. Prinzen, wo seid ihr? Euer Vater schickt mich. Ich will euch retten. Hallo? Hallo? Hier sind wir ganz nah bei dir. Ja, wo? Was? Ich verstehe nicht. Wir sind hier nah bei dir. Hier sind wir ganz nah bei dir. Wir sind hier, hier, hier. Nah bei dir, hier, hier. Wir sind die Prinzen. Wir sind hier ganz nah, ganz nah stehen. Die Riese hat uns versteinert und viele andere auch. Rette uns, meine Zauberin. Ich bin Lene, nix Zauberin. Wer du bist, nicht groß und ich lebe. Die Freiheit sollst du uns geben. Lass uns bald die Welt nicht leben. Rette uns, meine Gelände. Hüte dich, da bist widerlich mies. Ekelhaft, riesenhaft, fürchterlich fies, weil ihr kein Herz im Leibe hat. Schreit, du beherzt, beherzt zur Tat, finde rasch sein Herz. Sein Herz musst du rasch finden, nur so lässt sich dir Riese überwinden. Es wird ja immer besser, sein Herz finden. Frag ihn nach seinem Herz. Finde, finde nach sein Herz. Du musst es finden. So lässt sich der Riese gut überwinden. Ein Tag, wie ich ihn gerne
geschändet. Bären verhauen mit meinen Klauen. Füchse vergrault und fortgejagt, es war ein langer, schöner Tag. Ein Tag, wie ich ihn so sehr mag. Hey! Hallo? Moment! Moment. Es riecht nach Mensch. Du, komm raus da. Du wagst es? Was willst du hier? Ich hasse Menschen! Guten Tag, Herr Riese. Aber warum? Warum hassen Sie Menschen? Warum hassen Sie Menschen? Warum hassen Sie Menschen? Warum? Warum? Frag nicht so dumm. Ich hasse sie halt! Wie du aussiehst, gar nicht wie wir. Ein Schwert, weg damit! Ich bin Lede, komme aus dem Wald, ganz fern von hier. Egal, du wirst ein Felsblatt, versteinert von mir. Nein, das Mädchen gehört zu mir. Wehe, du tust ihr weh. Wölfin, scher dich fort! Ich weiche nicht von diesem Ort. Ohne sie geht lief die Wölfin von hier weg. Lief, danke. Herr, Dapp. Herr Dapp, es wäre auch gar nicht gut, mich zu versteinern. Du schreibst ein Buch. Ja, ich schreibe nämlich ein Buch. Über Riesen. Wie Riesen so sind. Wie sie ticken und leben. Und weil Sie, Herr Dapp, so genial riesig, so besonders sind und grausam, muss ich unbedingt über Sie schreiben. Dappert, Dapp, der genial riesigste Riese. Aha, ein Buch über mich. Dann wäre es blöd, dich zu versteinern. Sie leben hier ganz allein? Aha. Ist das nicht schaurig traurig? Nein! Naja, doch. Vielleicht. Manchmal. Ach, eigentlich ist es hier schaurig einsam. Aber dafür bin ich herrlich grausam und sehr böse, weil ich kein Herz habe. Wenn Sie ein Herz hätten, wären Sie nicht einsam. Sie würden sich richtig gut fühlen. Jeder lebt mit Herz besser. Holt euch das Herz zurück! Geht nicht! Zauberbahn! Lange Geschichte. Wenn Sie es wieder hätten, wäre das Schloss hell und voller Riesen und Riesinnen und was weiß ich. Müsli-Riegel? Gern. Mehr Leben hier im Schloss wäre schon nett. Ich könnte das Herz holen. Wo ist es? Hä? Ich möchte helfen, bitte. Ja, wirklich? Außerdem, das wäre eine Megastory für mein Buch. Ich habe es einem Zauberer anvertraut.
aus dem Südgruselland. Er lebt schon längst nicht mehr. Mein Herz nahm er an sich und sprach, er geht es nicht mehr her. Er lehrte nicht das Zaubern, er gab mir große Kraft. Er füllte mich mit riesenhafter Macht. Das Herz bracht er zur Insel fern, sie liegt in einem See, so schrecklich weit, so fern von hier, das Ganze ist verdammt, verknackt, das sag ich Riese dir. Auf der Insel gibt's einen Turm. Auf der Insel in dem See wächst rund um wilder Klee. Wir finden See und Klee. Der Turm hat ein Tor, so kommt man hinein. Im Hof soll ein großer Brunnen sein. Im Turm ist ein Hof mit einem Brunnen. Dort schwimmt eine Ente viele Runden. Schwimmt eine Ente viele Runden. Sie hegt und hütet ein Ei. Groß ist es und strahlend rein. Einem Wesen voller Not, das ehrlich ist und wirklich gut, das reine Liebe in sich trägt und allem Bösen widersteht, kann es wahrhaftig nur gelingen, das Herz im Ei wieder zu bringen. Das sagte der widerliche alte Zauselzauberer, bevor er mich verließ. Ach, ich weiß gar nicht mehr, wie der Zausel hieß. Warum tust du das? Ich liebe es, anderen zu helfen. Und ich helfe Lene, weil sie mir geholfen hat. So macht man das, wenn man ein Herz hat. Ich hab vergessen, wie das ist. Ich kann nur noch rumpoltern und versteinern. Versteinern gefällt mir. Da widerspricht einem niemand mehr. So bin ich vollkommen mächtig. Gut. Herr Dapp, ich hole jetzt das Herz. Jaulte die Wölfin. Sie setzte Lene auf ihren Rücken und jagte mit ihr quer durch den Dunkelwald. Licht! Finden, 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 das Herz im Ei, es will es finden, finden, finden.
Und bald waren die beiden am Ufer des Sees angekommen, in dem die Insel fern lag. Sie fanden ein Boot, ruderten zur Insel und rannten zum Turm. Rabenmist! Er war verschlossen. Und jetzt? Da! Der Schlüssel! Er hängt auf der Turmspitze. Jetzt müsste man ein Vogel sein. Oder ein Hahn. Kikri-Hilfe, hilf mir, lieber Hahn. Guck, komm raus zu mir, pickel die Zock. Und schwupps kam der Hahn angeflogen. Hier bin ich, Kikeriki, ich hab's versprochen, halte Wort, eile an den Unglücksort und helfe dir, Kikik, sofort! Lene deutete auf die Turmspitze. Der Hahn flog los und brachte ihr Gockelipock, Pickelipock den Schlüssel. Lene sperrte das Tor auf und stürzte mit Liv Richtung Brunnen. Dort zog die Eihüte-Ente genüsslich ihre Runden. Hallo, Ente. Put. Komm zu mir, Entchen. Komm schon. Mit ihrem letzten Müsli-Riegel, bio-vegan, lockte Lene die Ente vom Brunnen weg. Doch entsetzlich, das Ei mit dem Herz lag ganz unten am Grund des Brunnens. Tief, so tief, abgrundtief, tief, unerreichbar tief. Verdammt! Was machen wir? Blub, 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 Hilfe! Blub, 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 Hilfe! Hilf mir, lieber Lachs! Hier bin ich, blub! Ich hab's versprochen, ich halte Wort! Bin schon da, hier am Ort! Ich helfe dir, blop, blop, sofort! Ob ihr es glaubt oder nicht, der Lachs kam angesprungen und tauchte platsch, blub nach dem Ei. Vorsichtig steckte Lene das Ei zu sich und dann flitzte sie mit Liv zurück zum Riesenschloss. Ganz rasch zurück, das Herz, mein gutes Herz. Nur weil du die Prinzen in Stein hast. Spinnst du? Thank you.
Zuleide. Riesenehrenwort. Verzeiht mir bitte. Verlischt auch meine Zauberkraft. Hallo! Lene gab Dab das Ei. Und das Herz sprang. Zurück in des Riesenbrust. Schreib in dein Buch, dass ich glücklich bin. Du gibst meinem Leben ganz neuen Sinn. Danke und danke, ich danke dir. Mit meinem Herzen stehe ich hier. Ja, ich danke, danke dir. Es war unglaublich. Der mutigen Lene war es tatsächlich gelungen, alle glücklich zu machen. Zum Dank dafür wollte ich Lene Hanno zum Mann geben. Aber Lene wollte nicht heiraten. Und außerdem... Meine Familie und meine Freundin suchen mich. Es war toll hier, Majestät. Cooles Abenteuer, wirklich. Aber ich muss zurück in meine Welt. Dreimal neun und viermal drei, Zeitspirale, komm herbei. Mit ihrer Hilfe kannst du uns jederzeit wieder besuchen. Das sagt dir König Henrik, der Glückliche.
Wir werden dich alle total vermissen. Lene wischte sich eine Träne weg, schloss die Augen und flog auf der Zeitspirale heim. Tschüss! Ich komme sicher bald wieder. Nimm den Segen meiner Hand, hier von mir im Märchenland. In verzögter neuerem Land, hier gibt's wirklich allerhand. Im Märchenland, wundersam und unbekannt, abgründig wunderschön, wo ein anderes geht. Kann man Abenteuer finden, neue Welten mir ergründen, hier ist es schön, so wunderschön, ich könnte von Jubelglück vergehen.